Wieso hat die Berner Kaffeerösterei Adrianos lieber viele kleine statt wenige grosse Onlineshop-Bestellungen? Wieso ist Handarbeit für ihren Onlineshop-Erfolg so wichtig? Die Fragen und wie sie in Espresso charmant 10 zeigen, das erfährst du jetzt von Evelyn von Adrianos. Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Onlineshops. Willkommen, ich bin Michael Nussbaumer, E-Commerce und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren, Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast und Kaffeeliebhaber. Mein heutiger Gast ist Evelyn Schneider von Adrianos. Viel Spass! Hallo Evelyn und willkommen zum Podcast-Interview. Ciao Michael, merci, darf ich da sein? Zuerst einmal, wer ist Adrianos? Adrianos ist ganz kurz benannt ein Kaffeeunternehmen im Gastro- und Detailhandelbereich. Wenn wir es aber ein bisschen ausführen, und das tue ich jetzt mal, probiere es einmal. Adrianos ist eigentlich entstanden 1998, also seit 23 Jahren gibt es Adrianos schon als Adrianos Bar und Café. Also wirklich ein Gastronomiebereich. Im Gastronomiebereich tätig in Bern an der Zeitglocke, also prominent ist der Lag. Der Adrian Itten ist der Gründer von Adrianos, von dort kommt auch ein bisschen der Name. Er hat die Idee gehabt dazu, dass man eigentlich die italienische Espresso-Bar, wie man sie aus Italien kennt, in die Schweiz kann holen oder auf Bern vor allem. Also so ein bisschen die Vision gehabt von, eben man steht an dieser Espresso-Bar, bestellt sein Espresso an der prominentesten Lage, er Zeitglocke, es lebt und tut. Und hat dann auch die Idee gehabt, mit seinem Bruder etwas auf die Beine zu stellen und Glück gehabt, dass auch das Lokal dort ist frei geworden. Und so hat er Adrianos Bar und Café gegründet. Man muss dazu sagen, Adrianos Bar und Café ist eben nicht nur eine Bar, sondern eigentlich schon von fast Anfang an oder von Anfang an ein Shop-in-Roastery gesehen. Also man hat auch in der Bar innen geröstet, Kaffee geröstet. Das ist heute kaum noch vorstellbar für uns. Ich hatte es dann auch noch als Gast, habe ich das noch erlebt gehabt, wie sie dort innen geröstet haben. Ich habe auch selber meinen Kaffee-Alben noch geholt, für die Bialetti in der Bar innen. Ja, und jetzt haben wir das schon seit 2015 ist es ausgelagert worden. Wir haben jetzt eine eigene Rösterei, eine Kaffeebrennerei in der alten Feuerwehr Victoria. Das ist ja so eine Zwischennutzung, wo wir dort unter anderem mit dem Restaurant Löscher drin sind. Also wir rösten immer noch eigentlich in einem Gastronomiebereich oder in einem Gastronomiebetrieb. Ja, darum kann ich nicht sagen, Adrianos ist ein rein Adrianos Bar und Café. Adrianos ist eigentlich mehr als das. Es ist Kaffeebrennerei. Wir haben seit 2016 eine zweite Bar, die heisst heute Versa, geht quer vis-à-vis. Dort sind wir spezialisiert auf Wermut, Wermutgetränk, Wermutdrinks, Wermut pur, aber natürlich auch Adrianos Kaffee. Der Unterschied dort ist, dort tun wir wirklich nur Single Origin Kaffee ausschenken. Das bedeutet, dass wir wirklich Kaffee aus einem Anbaugebiet ausschenken. In Adrianos Bar und Café tun wir Blends, also Mischungen ausschenken. Das ist so ein bisschen der Unterschied vom Kaffee. Gut, nebendran, neben Versa, haben wir den Adrianos Kaffeeladen, wo wir nebst unserem Kaffee, den wir selber rösten, verkaufen. Wir machen Maschinenberatungen, Maschinen verkaufen, Zubehör. Wir haben eine Reparaturwerkstatt auch noch in diesem Laden innen. Wir tun den ganzen Online-Shop aus dem Laden raus bedienen. Wir haben nebst dem auch noch Event, im Eventbereich sind wir auch tätig. Also mit unserem Kaffee Piaggio sind wir immer wieder unterwegs und wir führen auch Barista-Schulungen durch. Also es ist wirklich alles rund um Kaffee, nicht nur Kaffee trinken und Kaffee kaufen, sondern Kaffee erleben. Also zusammengefasst, Kaffeehimmel ist bei euch. Sozusagen, genau. Kaffee steht ganz gross überall. Genau. Das ist doch super. Aber sag mal, wer ist Evelyn? Ja, also ich bin seit dem 2018 eigentlich bei Adrianos dabei, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgehe. Ich bin jetzt seit ja, ein bisschen mehr als 3 Jahren bei Adrianos tätig und bin verantwortlich für den Bereich Kommunikation und E-Commerce. Hat im 2018 so ein bisschen das Bedürfnis gehabt unter dem Titel Digital Boost. Darum bin ich eigentlich näher ins Spiel gekommen. Mein Background, ich bin eigentlich schon immer im Digitalen unterwegs gewesen, bin dort so ein bisschen reingerutscht, sozusagen, habe
ein Studium gemacht, Medien- und Kommunikationswissenschaften in Freiburg. Bin dann über ein Praktikum in den Digitalbereich hineingeschoppert und eigentlich schon von Anfang an in den E-Commerce-Bereich. Ich habe angefangen bei Fashion Friends. Das war ein Start-up in Langenthal im Bereich eben Fashion, was auch der Name sagt. Dort bin ich ins Marketing-Team reingekommen, auch zu den Anfängen von ganzen Social Media, Facebook noch in den Kinderschuhen, mal einen Twitter-Account aufgemacht etc. Also recht spannend gewesen von Anfang an. Und bei den eher so nach fast 3 Jahren bei Fashion Friends habe ich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich mal noch ein bisschen die Fühler ausstrecken, noch ein bisschen etwas anderes machen. Bin dann eher auf Agenturseite tätig gewesen, unter anderem bei Goldbach Interactive, gibt es ja heute nicht mehr, vormals Orange 8. Dann bin ich zu Cargo-Kommunikation auf Bern, weil ich das Bedürfnis hatte, von einer etwas grösseren Agentur in eine kleinere Kreativagentur reinzugehen. Einen kleinen Ausflug auf Zürich gemacht, zur Rot-Kommunikation und dann kurzerhand eigentlich bei Twint gelandet. Mobile Payment kennt, glaube ich, heute mittlerweile jeder. Dann, als ich dort angefangen habe, halt auch Start-up. Sind wir etwa 10 Leute gewesen. Und das Baby sozusagen, ja, aufwachsen lassen und pflegt. Und bin dann auch nach 3 Jahren auch gegangen, wo die Fusion durch war und ich das Gefühl hatte, ja, ich muss etwas anderes sehen als nur Finanzen. Und bin schlussendlich eben jetzt beim Kaffee gelandet und sehr happy darüber. Und auch jetzt seit fast 2 Jahren Teilhaberin von Adrianos und wird auch dort bleiben. Also ja, das ist eigentlich so der Plan. Sonst hätte ich den Schritt nicht gemacht. Und genau, das ist so ein bisschen mein Background sozusagen. Das passt ja eigentlich gut zusammen, oder? So digital Bereich und Kaffee, das ist ja meistens eine sehr gute Symbiose, oder? Ja, definitiv. Also es ist eine tolle Symbiose. Es ist eine Herausforderung, die ich von Anfang an mega spannend fand, weil ich ja natürlich Kaffee konsumiert habe, immer konsumiert habe, immer gut gefunden habe. Und für mich war auch spannend, die Herausforderung war, wie bringen wir Adrianos als Institution in Bern, vielleicht eben auch noch in andere Städte raus. Und wie läuft das eigentlich, Kaffee im Online-Handel? Oder wie bringen wir Kaffee zu den Leuten heim und nicht nur in die Bars sozusagen? Das ist ja gerade das Stichwort. Wir sind vom Kaffeeröster zum Online-Shop-Betreiber gewachsen. Kannst du vielleicht den Zuhörern so die Eckzahlen oder Eckdaten zum Online-Shop geben? Was steckt da dahinter? Also jetzt gerade, wenn man die Zahlen anschaut, natürlich vom letzten Jahr, haben wir schon, aber da kommen wir dann wahrscheinlich noch dazu, hat es schon eine kleine Bewegung gegeben, sage ich jetzt mal so, hat natürlich auch Corona-bedingt. Alles in allem, da können wir transparent reden, im ganzen Adrianos Group, oder die ganze Adrianos Group, da heisst, also alle Gastrobetriebe, plus unser Kaffeehandel, da sind wir im 7-stelligen Bereich vom Umsatz her im Jahr. Wir haben ungefähr, ja, so um die 120.000 Besucher pro Jahr auf dem Shop. Wir haben eine super Conversion Rate von 8-10%. Das ist wirklich spitzenmässig für uns. Ja, und der Anteil, kann ich vielleicht auch noch ein bisschen sagen, von Käufer im Laden und online, dort hat es natürlich auch jetzt auch mit Corona eine kleine Verschiebung gegeben. Die ist eigentlich, als ich angefangen habe, 2018, haben wir so, ja, sag jetzt mal 60% vom Gesamtumsatz, ist im Laden gekauft worden, 40 online, und dort sind wir jetzt vielleicht so bei 45 und 55. Also der Online-Shop hat dort schon ein bisschen angezogen. Natürlich, hoffentlich auch durch mein Tun und durch meine Aktivitäten, aber natürlich auch durch Corona, genau. Und wie viele Bestellungen haben wir so am Tag oder wie viele Päckchen gehen raus? Das ist natürlich von Tag zu Tag auch ein bisschen unterschiedlich, weil wir merken, dass natürlich am Menti ist das Volumen viel höher. Die Leute bestellen über das Wochenende. Wir verarbeiten es nach am Menti. Wir haben auch mit unseren Kaffee-Abos haben wir so Peak-Tage, die wir dann verschicken. Aber am Menti zum Beispiel über das Wochenende ist es gut so 300 Päckchen pro Tag. Jetzt Kaffee verschicken stelle ich mir ja nicht ganz so einfach vor. Es ist ja ein Produkt, das ihr einerseits frisch röstet und ihr dürft sie dann auch noch sogar auf Wunsch vom Kunden malen. Du hast mir das Päckchen zugeschickt. Das ist natürlich perfekt gemalt für mein Bedürfnis. Was sind so die Herausforderungen, die ihr da meistert und wie geht ihr damit um?
Ja, du hast es angesprochen. Es ist eine definitive Herausforderung, weil wir ja auch für Frische wollen stehen. Also wir wollen einem Kunden oder der Kundin wirklich ein Erlebnis bieten vom Kaffee, wo wirklich High-End-Quality ist. Also wirklich Frische ist für uns sehr, sehr wichtig. Ist die Qualität vom Kaffee ist das A und O, ist die Frische. Das heisst, gut malen. Wir empfehlen natürlich den meisten Kunden und Kundinnen, dass sie doch am besten eine Mühle daheim hätten, wo sie wirklich die Bohnen immer gerade minutenschnell können malen und verarbeiten. Das wäre das Optimalste. Für die, die aber keine Mühle daheim wollen oder können haben, bieten wir, wie gesagt, eben auch das Vormalen an. Und dort, für uns ist so ein bisschen das Credo, wir tun lieber auch den Leuten empfehlen, bestellen kleinere Mengen, dann bleibt es auch länger frisch. Wir bestellen, also wenn ihr bestellt, dann habt ihr es eigentlich in der Regel am nächsten Tag. Und darum ist die Herausforderung sicher bei diesem Produkt eben die Schnelligkeit, die Frische, die Kommunikation, den Kunden und Kundinnen auch eben können wie vermitteln, dass sie entweder kleinere Portionen sollen bestellen, dafür halt regelmässiger. Für das ist auch unser Kaffee-Abo gedacht, dass sie auch selber gar nicht mehr unbedingt müssen daran denken zu bestellen, sondern eigentlich automatisch schon eine Frequenz drin haben. Und schlussendlich ist Kaffee bestellen immer auch ein bisschen Vertrauenssache und vielleicht auch ein bisschen Neugierde, weil man kommt auf unseren Online-Shop und liest die Beschreibungen. Und die Beschreibungen sind manchmal, es schmeckt nach Orange, es schmeckt nach Himbeere, es schmeckt nach Schoki. Das ist alles ein bisschen abstrakt für ja, Kaffeetrinker, die sich jetzt nicht mit der Sensorik extrem beschäftigen, dort so ein bisschen auch herausfinden, welcher Kaffee schmeckt mir und schmecke ich das raus? Oder was ist mir wichtig beim Kaffee? Ist es mehr die Haptik? Ist es mehr, dass ich eben die Aromenvielfalt schmecke? Ist es die Säure? Ist es mehr der Körper? Dass man dort auch ein bisschen, ja, neugierig bleibt, experimentierfreudig ist. Und dann kommt es extrem darauf an, was hat man für eine Maschine, eben, hat man eine Mühle daheim, was für eine Mühle, welcher Mahlgrad. Also das ist wirklich ein Handwerk, wo man auch ein bisschen gewillt sein muss, um ausprobieren. Und dort ist, eben das Vertrauen in uns, dass wir den richtigen Mahlgrad treffen, anhand von den Angaben, das muss wie da sein. Oder halt wirklich, ja, auch ein bisschen die Bereitschaft zum Ausprobieren und dann irgendwann mal herausfinden, welches ist eigentlich der perfekte Kaffee für mich, mit welchem Mahlgrad. Für mich tun das jetzt noch zwei Herausforderungen. Einerseits, du sagst frisch, schnell. Das heisst, sie haben doch einen erheblichen Mehraufwand, wenn du das jetzt mal frisch malst, kleine Päckchen abpackst und verschickst. Wie geht ihr mit dem um? Und auf der anderen Seite heisst es, der Kunde muss doch sich sehr stark mit der Materie auseinandersetzen, um das Richtige zu bestellen. Wie holt ihr ihn ab? Ja, also ich muss sagen, zu, der Online-Shop, den gibt's ja schon seit 2009. Dann zumal haben wir einen Mitarbeiter gehabt, der immer noch bei uns ist und der hat wirklich händisch vielleicht 10 Päckchen, wenn's hoch ist, in unserem Büro im dritten Stock oben ab vor Bar abgepackt. Heute sind wir einige Leute mehr und durch das haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir die Menge an Päckchen und Kaffeebestellungen besser und schneller können verarbeiten. Die Herausforderung dort ist halt wirklich, oder man bekommt die Bestellung rein, dann muss man genau schauen, was wünscht der Kunde, welcher Mahlgrad, oder seine Bohnen, seine Pads, dass man dort schon mal keinen Fehler macht. Zum Teil gibt's Kundenbemerkungen, wo sie genau herschreiben, welcher Mahlgrad, weil sie den schon kennen. Dann muss man das immer einstellen. Also, es ist alles sehr eine händische Arbeit. Es ist nichts maschinell bei uns. Da wird wirklich jede Etikette bei uns ausgedruckt, im Laden, auf das Päckchen geklebt, mit dem richtigen Röstdatum versehen. Dann wird der Kaffee entweder eben gemahlen oder die Bohnen eingefüllt, verschweißt und dann ins Päckchen, ja, gesteckt und abgeschickt. Das ist sicher, alles eben, von Menschen gemacht und nicht von Maschinen. Das bedeutet natürlich für uns schon einen Aufwand. Jetzt mit der Zeit haben wir natürlich Abläufe können, festlegen, die es uns einfacher und schneller machen. Wir haben auch seit letztem Jahr jetzt in unserer Kaffeebrennerei, wo ja einmal über die Brücke müssen wir dort fahren. Da sind wir schon dort. Haben wir einen zweiten Standort errichtet mit der Abpackmaschine.
Das ist vielleicht das Einzige, was maschinell passiert, wo wir wirklich einfach so auf einem Laufbändchen können, die Päckchen verschweisen. Aber das ist das Einzige, was automatisiert mittlerweile passiert. Jetzt, Nachhaltigkeit ist ja so ein Thema, das wir immer wieder hören und sehr viel diskutiert wird, auch vor allem im Lebensmittelbereich. Wie geht ihr mit Nachhaltigkeit und der mit verbundenen Transparenz um? Für uns ist Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Wir leben das nicht nur jetzt im Detailhandel oder im Kaffee-Einkauf, sondern wir leben das auch in unseren Gastronomiebetrieben. Also wir versuchen da wirklich meistens saisonal einzukaufen, bio, regional. Also da schauen wir schon sehr extrem drauf. Und eben beim Kaffee-Einkauf ist es für uns schon immer wichtig gewesen, dass wir Direct Trade betreiben und nicht nur Fair Trade. Was ist dort der Unterschied? Das ist ganz einfach. Direct Trade heisst eigentlich so, was es so heisst im Wort direct, also direkt. Wir arbeiten mit den Kaffeeproduzenten direkt zusammen. Wir gehen nicht über einen Trader und kaufen so den Kaffee ein, sondern wir tun wirklich den Kontakt zu den Produzenten und Produzentinnen selber pflegen und tun mit ihnen eigentlich auch den Preis verhandeln. Wir haben seit jetzt, ja, fast gleich 2 Jahren eine komplette Preistransparenz auf unserer Webseite, wo wir uns angeschlossen haben an den Pledge. Das ist ein Verhaltenskodex von verschiedensten Röstereien, damit wir eben den Einkauf von Kaffee können transparent machen und hoffentlich andere Röstereien auch mitziehen, damit die Produzenten und Produzentinnen auch fair entlohnt werden und das ja ohne Zwischenhandel passiert. Das ist für uns ein ganz klarer Grund gewesen, weil Börsenkaffee ist einfach zum Teil Dumpingpreise. Es ist nicht nachhaltig, es wird nicht nachhaltig landwirtschaftet. Man hat keine Kontrolle, woher der Kaffee kommt, wie viel das der Kaffeebauer oder Kaffeebäuerin bekommt. Und für uns ist es einfach klar gewesen, dass wir Kaffee in dem Sinn so nachhaltig wie möglich einkaufen wollen, weil Kaffee an solches ist natürlich nicht, es ist nicht, wir können es nicht anbauen in der Schweiz, das heisst, wir können nicht in der Schweiz Kaffee einkaufen. Wir müssen aus anderen Ländern einkaufen. Und darum ist für uns klar gewesen, Direct Trade ist der einzige Weg, wie wir das wollen und können machen. Und am Schluss, ja, wir sagen auch immer, unsere Kunden und Kundinnen profitieren nur davon, weil sie, erstens wissen sie ja, dass wir den Kontakt pflegen. Also wir wissen auch, woher der Kaffee stammt. Wir haben Kontakt zu den Leuten. Wir können Qualität kontrollieren und bestimmen. Man muss dazu sagen, wir kaufen ja nur Specialty Coffee sein. Specialty Coffee sind eigentlich in so einem Qualitätsscore, das muss mindestens 80 Punkte haben, für das wir einkaufen. Das, würde jetzt den Rahmen sprengen, das alles zu erklären, aber kurzum, es gibt wie so ein Qualitätsgremium, das nennt sich Q-Grader, da gibt's auch Ausbildungen dazu. Wir haben ja 2 Q-Grader in unserem Team, wo die Kaffeequalität eigentlich bestimmen anhand von einer Skala. Und alles, was über 80 Punkte hat, gehört zu Specialty Coffees. Und so kaufen wir auch unseren Kaffee ein. An dieser Stelle ein Merci an meinen Sponsor, Adobe Commerce. Der Motor für deinen Online-Shop. Adobe Commerce ist eine offene, eine agile und eine innovative Commerce-Lösung. Nicht nur das, sie haben das grösste Commerce-Ökosystem und sie ermöglichen dir Innovationen in einer Rekordzeit. Weitere Details und spannende Cases findest du unter magento.com/de. Wird das von den Kunden auch gefragt? Also fragen die nach dem Thema Nachhaltigkeit und wollen sie Informationen sehen und wie tun die das kommunizieren? Ja, die Leute fragen definitiv nachher. Ich muss auch sagen, wir haben seit ein paar Monaten oder jetzt, glaube ich, ein Jahr ist es jetzt her, haben wir auch einen biozertifizierten Kaffee im Angebot. Die Leute haben sehr viel danach gefragt und wir haben uns entschieden, dass wir einen Kaffee uns alle biozertifizieren. Das heisst ja nicht nur, dass man Bio im Ursprung Bio kauft, sondern man muss ihn ja dann auch Bio verarbeiten. Und darum ist es eigentlich unser erst biozertifizierter Kaffee. Die Leute fragen auch sonst nachher. Ich glaube, es ist sowieso ein Trend allgemein, den wir beobachten und finde ich sehr bemerkenswert und muss man hervorheben, dass die Leute nicht mehr einfach irgendetwas einkaufen wollen, sondern sie wollen wissen, woher das kommt. Sie wollen wissen, was dahinter steckt. Und
wenn man sich mal ein bisschen beschäftigt damit, was es eigentlich für einen Aufwand bedeutet und was für eine Arbeit für eine Tasse Kaffee, die wir uns täglich zuführen und meistens auch fast als Selbstverständlichkeit anschauen, weil man einfach das Knöpfchen muss drücken und dann kommt es raus aus der Maschine. Wenn man das mal so ein bisschen hinterher sieht, was dort alles dahinter steckt, ja, ist es umso wichtiger und ich glaube, vielen Leuten wird es immer mehr bewusst oder weise sich damit beschäftigen. Was heisst es genau? Was habe ich in meiner Tasse? Woher kommt es? Und was bedeutet es an Aufwand? Und was bedeutet es auch nicht nur für einen Menschen, sondern auch für die Umwelt zum Beispiel? Also ich denke, dort ist das Interesse schon sehr hoch und wir kommunizieren das klar über unsere Kanäle immer und immer wieder. Wir haben jetzt auch gerade letztes Jahr haben wir mit Discovery gestartet. Das ist ein kleines Nebenprojekt, wo wir unsere Ladenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben mit einbezogen in den ganzen Prozess vom Kaffeesourcing, wo zum Beispiel einer von unseren Röster auch direkt mit einem Kaffeeproduzent über Instagram Kontakt hat aufgenommen und mit dem direkt hat eigentlich kommuniziert und Samples hat bestellt, die geröstet, probiert und dann haben wir den Kaffee aufgenommen. Und Discovery ist so eine kleine Nebenlinie, die wir jetzt haben, um so Kaffees zu entdecken, wo wir in kleinsten Mengen einkaufen, saisonal einkaufen. Das heisst, es hat einfach so lange, wie es hat. Und dort achten wir auch sehr darauf, was es für Kaffees sind. Also die sind von Qualität natürlich nochmal ein anderes Level, sage ich jetzt mal. Und wir merken dort schon, das Interesse ist noch nicht in der grossen Masse angekommen, weil eben, wie du vorhin schon hast erwähnt, es ist schon ein sehr Beschäftigen mit dem Produkt. Das will auch nicht jeder, muss auch nicht jeder. Kaffee soll einfach auch ein Genussmittel sein oder für viele ist es einfach ein Pushmittel, um in den Tag hineinkommen und so Wachmacher. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die es mittlerweile wissen wollen und selber eben vielleicht eine Siebträgermaschine haben und daheim rumtüfteln und sich wirklich mit diesem Produkt auseinandersetzen wollen. Passend natürlich zum Interview heute und zum Thema. Es ist Black Friday. Vielleicht, ich weiss, es ist bei euch ganz speziell gehandhabt. Vielleicht ganz ein kurzes Statement. Was macht ihr an Black Friday? Kurz und bündig, gar nichts. Beziehungsweise, wir kommunizieren, dass wir gar nichts machen. Wir kommunizieren seit ich angefangen habe. Und ich habe das Team gefragt, macht ihr eigentlich so Black Friday oder Sales und so? Und jetzt gefunden, nein, werden wir nie, machen wir nie. Das ist nicht Adrianos. Und dort habe ich auch wirklich gewusst, okay, ich bin am richtigen Ort gelandet. Für mich persönlich. Und ich gefunden, cool, aber komm, das kommunizieren wir. Und wir haben dann angefangen mit so ganz kleinen Kommunikationskampagnen. Im 18. haben wir gesagt, Black Friday, tun wir den Gesamtumsatz, den wir im Laden und im Online-Job machen, tun wir spenden. Das sind insgesamt über 12'000 Franken gewesen, die wir an die Stiftung Kinderhilf Sternschnuppe haben gespendet, schlussendlich. Im 2019 haben wir den Ball ein bisschen mehr den Konsumenten oder den Kunden und Kundinnen zugespielt und haben gesagt, Black Friday immer noch nach wie vor kein Thema für uns. Du entscheidest, was du für den Artikel willst zahlen. Und dann haben wir so ein bisschen Optionen gehabt, dass man vielleicht 5 Franken, 10 Franken ein bisschen mehr zahlt für ein Päckchen Kaffee zum Beispiel. Und diesen Betrag haben wir dann auch wieder gespendet. Die User haben dann auswählen für welches Projekt. Es sind 3 Projekte gewesen, die wir zur Auswahl haben gegeben. Und letztes Jahr haben wir gemacht, so ein bisschen auch hinsichtlich Fridays for Future, wo wir natürlich eine Zeitglocke mit jeder Demonstration, die es gegeben hat, haben sehr nach mitbeobachtet. Und dort haben wir dann gesagt, komm, wir machen Stutz für den Klimaschutz. Und haben dann mit MyClimate zusammengearbeitet und haben dort auch eine Summe können nach einem Klimaschutzprojekt für Kaffeebauern in Nicaragua überweisen. Und das Jahr war es für uns, hey, wir haben jetzt 3 Jahre lang so kommuniziert und jetzt setzen wir einen Punkt, einen Schlusspunkt. Wir sehen, dass ganz viele Online-Shops, aber auch Gastrobetriebe und andere Läden in Bern und aber auch in Zürich mitmachen und sich klar gegen Black Friday aussprechen. Und jetzt haben wir gefunden, wir haben das Ziel erreicht, es tun ganz viel mitziehen und wir wollen diesem Tag künftig gar keine Aufmerksamkeit schenken, weder in die eine noch die andere Richtung. Das ist natürlich für mich super. Dann hast du heute Zeit, um mit mir hier über
euren Online-Shop zu plaudern. Das freut mich natürlich sehr. Genau. In dem grossen Kaffeemarkt, wo ihr unterwegs sind ihr, glaube ich, klein, aber fein und sehr erfolgreich unterwegs. Jetzt, der Markt ist natürlich sehr hart umkämpft. Es gibt da grosse Player. Nespresso hört man immer wieder und sieht man auch überall. Wie schafft ihr das mit euren vergleichsweise eher kleineren Mitteln, die ihr zur Verfügung habt, gegen Nespresso und Co., so gut, so erfolgreich zu wirtschaften? Also, ich denke, die DNA von Adrianos kommt sicher auch aus unserem Gründer, aus dem Adrian, raus, dass er immer die Sachen immer ein bisschen anders hat gemacht als andere. Sei es jetzt so mit unserer eigenen Padmaschine im 2009, wo er sich dem Ries Nespresso hat gestellt, mit dem ein augenzwinkernden Claim «Die Else». Es ist eben nicht «What Else», sondern es ist «Die Else», Kaffee-Padmaschine. Es kommt sicher so ein bisschen aus dem raus. Wir haben schon immer alles ein bisschen anders gemacht. Es hat auch nicht jedem passt. Es passt auch nicht jedem, wie wir kommunizieren oder was wir machen. Wir stehen einfach für unsere Werte. Und darum glaube ich schon, der Kern, dass wir sehr authentisch sind und auch in unserem Tun, unsere Qualität und der Kundenservice eigentlich an oberster Stelle stellen. Das ist eigentlich das, was uns ausmacht. Zudem muss man sagen, eben, wir rösten sicher auch anders als jetzt zum Beispiel ein Espresso. Unser Kaffee schmeckt definitiv anders. Wir gehen nicht auf die Aluminiumkapseln, wir gehen auf Fleecepads, wo man kompostieren kann. Unsere Philosophie ist einfach ganz eine andere, oder? Wir gehen klar auf Nachhaltigkeit. Und ich muss auch sagen dazu, ich glaube, was unser, wenn man von dem so reden kann, Erfolgsrezept ist, ich glaube, wir haben uns immer weiterentwickelt. Wir sind nie bleiben stehen. Aber wir haben unseren Kern nie verloren. Unsere Werte sind seit 23 Jahren die gleichen. Auch wenn wir uns neue Technologien öffnen, neue Plattformen, neue Kommunikationswege. Aber der Kern ist immer der gleiche. Und zudem muss man sagen, die Kaffeeszene ist eigentlich eine sehr schöne Szene, weil es ist nicht so ein Konkurrenzgehabe. Jeder hat so ein bisschen seine Nische. Wir arbeiten sehr eng mit anderen Röstereien zusammen, sei es im Einkauf, sei es mit Sachen auf Beistellen. Es ist wirklich ein gegenseitiges Unterstützen von auch lokalen Playern. Sind ihr dann auch auf dem Marktplatz? Nein, das ist klar, dass wir nicht auf dem Marktplatz sind. Der Grund dafür sehe ich vor allem drin, dass man auf den Marktplatz verliert man totale Kontrolle über sein eigenes Produkt. Oder? Das ist dann auf einer fremden Plattform, wo man selber nicht steuern kann, wie wird dort mit dem User oder der Userin kommuniziert, wie das Päckchen, je nachdem, ob es dann über den Marktplatz dann auch verschickt wird oder von uns dann verschickt wird. Es ist einfach, man will zu viel aus den Händen geben. Und für uns ist die Kundenbindung und der Kundenservice so wichtig, dass wir das über den Marktplatz komplett würden verlieren. Und auch unsere Individualität. Also ich glaube, das ist genau das. Klar kann man ins Coop oder ins Migros oder in irgendeinem Handel Kaffee kaufen und nimmt vielleicht der günstigste ist oder der ihm gerade ins Auge sticht. Und ich glaube, Marktplätze funktionieren recht ähnlich. Es funktioniert sehr fest über den Preis. Und für uns ist es so, wenn die Leute Adrianos Kaffee wollen, dann sollen sie das auch wollen, weil sie Adrianos Kaffee wollen. Und den persönlichen Service auch schätzen, dass sie eben bei uns beraten werden in der Maschine und nicht einfach eine Kaffeemaschine kaufen aufgrund von einer Beschreibung, sondern zu uns kommen oder mit uns telefonieren oder e-mailen oder über WhatsApp kommunizieren, wo wir ja auch sind und Kunden können uns kontaktieren. Dass sie wirklich den Kundenkontakt haben oder eben ihre Maschine auch mal, wenn es ein Problem ist, können in die Werkstatt bringen. Ich glaube, die Kunden Nähe würden wir einfach auf einem Marktplatz komplett verlieren und das ist nicht Adrianos. Du hast vorhin erzählt, ihr tun ja eben den Kaffee auch malen nach Wunsch und ihr tun auch sehr gerne kleine Mengen verschicken. Und du hast mir im Vorfeld natürlich auch verraten, die kleinen Mengen haben einen Vorteil, ihr könnt es per Brief verschicken. Was für eine Menge könnt ihr das und oder wie viel Prozent der Bestellungen könnt ihr per Post verschicken? Ja, so also genau. Darum haben wir auch die Briefpostmöglichkeit aufgenommen. Das sind 220 Gramm Kaffee in Bohnen oder gemahlen, die wir verschicken in Briefpostform oder 20 Pads.
Muss ja immer unterschiedlich sehen mit Bohnen und Pads, weil wir ja beides anbieten. Der Vorteil ist dann, dass man eben Montag bis Samstag, also Samstag, kann Kaffee eigentlich im Briefkasten vorfinden. Eben, wie du schon gesagt hast, sie werden, es ist eher eine kleinere Menge, 220 Gramm, oder? Das, für viele längt das vielleicht für zwei Wochen, für andere längt das vielleicht gerade knapp für drei Tage. Aber sicher eben der Vorteil, dass es frisch ankommt, man hat es gut im Briefkasten. Und wir bevorzugen es ja eben, dass die Leute eher mehr bestellen in kleineren Mengen, dass wir wirklich die Qualität vom Kaffee so können übergeben können, wie wir es angedenkt haben, dass es dann auch in die Tasse so landet. Du hast erwähnt, ihr habt eine eigene Kaffeemaschine rausgebracht mit einem Pad-System. Das braucht viel Mut. Es ist auch ein Risiko. Wie wirkt sich das auf den Online-Shop aus? Ist das auch ein sehr gutes Kundenbindungsmittel? Ja, ich muss dazu sagen, wo wir mit Pads gestartet haben, haben uns sehr viele Szenen ein bisschen komisch beugt und haben gefunden, ja, vergesst, gegen Espresso, gegen Kapseln, das ist die Zukunft. Und mittlerweile ist es immer lustig, wenn wir dann, ja, wieder mal ein Treffen haben mit anderen, sagen die, ja, wir hätten es nicht gedacht, aber es ist tatsächlich auf einem guten Weg. Wir haben ja jetzt auch dieses Jahr mit unserem Partner CaffeePads.ch eine Zusammenarbeit gestartet, wo wir auch unsere Pads über seinen Online-Shop verkaufen, exklusiv. Und wir sehen es auch in den Zahlen innen. Pads hat für uns ein klares Wachstum ergriffen und hat alles überholt, sozusagen. Also mittlerweile verspricken wir mehr Pads als Bohnen. Natürlich hat es auch mit unserer eigenen Padmaschine zu tun, die Els, die wir im 2009 haben lanciert. 2020 haben wir dann die Other lanciert. Das ist auch eine Padmaschine, die aber noch ein bisschen mehr kann. Also die kann auch noch Milch schäumen und Teewasser rauslassen. Das war so ein bisschen die Weiterentwicklung von der kleineren Maschine. Für uns war immer der klare Vorteil, die Pads, sie sind kompostierbar, sie sind einzuportioniert, sie sind einfach zum Handhaben, es ist viel umweltfreundlicher und wir können gleich eine grosse Geschmacksvielfalt bieten. Ja, also das Ziel war eigentlich von Anfang an, so, ja, irgendwie so in den nächsten 3 Jahren 1000 Maschinen zu verkaufen. Das war so ein bisschen 2009 Stand gewesen. Und heute gehen etwa, ja, so 600 Maschinen pro Jahr raus von der Els. Wow. Genau, also dort haben wir natürlich ein schönes Wachstum gesehen und darum sage ich ja, die Leute sind wirklich interessiert an Nachhaltigkeit und sie gehen immer wie mehr weg von den Kapseln, obwohl auch der Kapselmarkt natürlich nicht kleiner wird, er wird tendenziell schon grösser, aber es kommen auch viel mehr jetzt auf die Seite von Pads und ja, was passiert eigentlich mit dem ganzen Aluminium? Das ist definitiv ein Thema. Jetzt Corona in aller Munde. Die Frage muss ich natürlich auch stellen. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn die Leute viel daheim sind, Homeoffice, trinken gerne mal einen Kaffee mehr. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, für uns ist Corona immer mit zwei Perspektiven anzuschauen. Zum einen ist, ich gehe nur ganz kurz darauf ein, der Gastrobereich. Bei uns sind natürlich die Bars zugesehen. Das war schon ein rechter Tiefschlag für uns. Eine sehr spezielle Situation, wo wir auch haben müssen, wie ein bisschen verkraften. Aber wir haben so ein super Team und wir haben wirklich alles probiert, dass wir ja niemanden müssen entlassen. Haben wir auch geschafft, zum Glück. Es war sehr ungewohnt für uns halt, der ganze Lockdown. Und im ganzen Lockdown innen haben wir dann auch noch gerade im Sommer 2020 haben wir dann noch unseren Playground aufgemacht, das ist ein Takeaway im Bahnhof Bern innen. Eigentlich haben wir dort doch ein bisschen den Nerv vor Zeit getroffen, weil Takeaway ist das einzige gewesen, was wir können zu der Zeit. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch sehr risikobehaftet gewesen, in so einer Zeit etwas Neues aufzubauen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eben den Detailhandel gehabt mit dem Kaffeeladen und dem Onlineshop. Beim Laden haben wir zwischenzeitlich nur Kaffee dürfen verkaufen, weil das zu dem Lebensmittel hat gehört. Das war auch noch ein bisschen herausfordernd gewesen, dann eben den Kunden und Kundinnen zu sagen, nein, sorry, Maschinen können wir dir leider nicht verkaufen, nur hier das Päckchen Kaffee. Aber die Maschine kannst du online bestellen. Und das hat uns natürlich schon, gerettet in dem Sinn, dass wir gemerkt haben, okay, zum Glück haben wir den Online-Shop, der stabil läuft, wo wir ein eingespieltes Team haben und wo wir einfach können wie weiterfahren, aber halt mehr verlagert auf online. Wir haben
wirklich, als der Lockdown ist, hat man es gesehen. Es ist die Aufrufe im Shop sind natürlich aufgegangen. Wir haben wahnsinnig viele Päckchen gehabt. So viele Päckchen, dass mehr Leute in den Laden haben müssen stehen. Und es war schon herausfordernd gewesen, weil gewisse Leute waren im Homeoffice gewesen. Die Abstände hat man müssen einhalten. Aber Corona hat uns in dem Sinn einen Push gegeben im Online-Shop, wo wir nicht nur in den Zahlen haben gesehen, sondern auch in den Kundenfeedbacks, wo viele Kunden haben gesagt, hey, merci vielmal, seid ihr immer noch da. Und für uns ist es das Highlight, dass wir im Lockdown innen können wenigstens unseren Kaffee trinken, den wir lieben. Und das ist eigentlich das Schönste gewesen im Ganzen. Und das hat uns wahnsinnig motiviert, euch weiterzumachen und zu sagen, hey, trotz allen Schwierigkeiten, wir geben Vollgas im Online-Shop. Und next Boost kommt, du hast mir verraten, ihr seid auch ein neuer Online-Shop. Was dürfen wir erwarten? Ja, der Online-Shop ist mal überarbeitet worden vor etwa 7 Jahren. Dann hat man aber den Online-Shop als kleinen Teil angesehen von der ganzen Webseite. Und heute ist eigentlich der Online-Shop unser digitales Herz, oder? Und die Webseite ist mehr der Hub für den Content und die Leute mehr Infos zu bieten. Und dort stossen wir vom System her jetzt einfach mittlerweile an Grenzen, wo wir merken, ja, wir haben viel Sonderwünsche gebaut. Es ist ein bisschen ein Gebastel geworden. Und dort, sind wir jetzt so ein bisschen in der Evaluation, auf welches Shop-System, das wir wollen gehen. Wir wollen uns ein bisschen das Leben erleichtern, ohne dass wir natürlich die Individualität verlieren, ohne dass die UX verloren geht, wo meines Erachtens nach recht gut ist. Wir bekommen auch immer wieder Feedback. Es ist einfach, bei uns Kaffee zu bestellen. Es geht schnell. Natürlich gibt es immer Optimierungspotenzial. Aber ja, dort sind wir jetzt so ein bisschen dran, um zu schauen, welches System wollen wir fahren. Ist es eher zum Beispiel schon ein Shopify? Gehören wir nicht zu dem Shopify-Universum? Oder ist es etwas, was wir eher auf Open-Source-Basis machen? Für uns ist einfach klar, egal was es wird, es muss keep it simple, es muss einfach gehen, es muss schnell gehen. Wir wollen nach wie vor auch den Service im Online-Shop können bieten, wie wir es im Laden genau gleich machen. Schon mal viel Erfolg für das Projekt. Jetzt habe ich 3 Abschlussfragen. Was ist dein Lieblingskaffee? Das ist einfach eine gemeine Frage. natürlich probiere ich immer wieder alles ein bisschen aus und ich habe auch die Liebe zum Filterkaffee entdeckt, der sehr viel leichter ist und fast so ein bisschen, zum Teil so ein bisschen teeartig, könnte man sagen. Aber wenn ich jetzt vom klassischen Espresso ausgehe oder auch in meinem Cappuccino, wir haben jetzt gerade einen gehabt, der heisst Mascherie, der hat nach Kirsche geschmeckt, den habe ich wahnsinnig gerne gehabt. Das ist so ein bisschen, den haben wir aber jetzt leider schon nicht mehr im Sortiment, aber wenn ich von unserem Standardsortiment ausgehe, ist es klar, der Candelaria aus Costa Rica. Der schmeckt sehr nach so Orangen, spritzig, ist immer wieder spannend und der verleidet mir nicht. Ich liebe den Candelaria. Und mit was für einer Kaffeemaschine bereitest du deinen Kaffee zu? Da ist auch klare Antwort. What else? Die else? Ich habe eine kleine Padmaschine von uns in der Küche stehen. Ich bin nicht unbedingt jetzt die daheim muss malen und die Maschine 20 Minuten vorher anlassen. Ich bin dann pragmatisch, weil ich ja jeden Tag ein super, super tolles Kaffee-Kredenz bekomme von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, unseren Bars. Und darum, wenn ich daheim Kaffee trinke, dann tue ich gerne einfach aus der Els mein Espresso rauslassen und genieße das und tue es natürlich auch gerne unseren oder meinen Gästen vorsetzen. Gibt es ein Kundenerlebnis, wo du immer gerne daran denkst? Ja, da gibt es einige lustige Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder auf die Black Friday-Kampagne zurückkomme, haben wir im 2019 haben wir den Claim gehabt, die Headline «Kauf, du Arsch!». Das hat jemand total falsch verstanden und hat uns dann ein lustiges Mail geschickt, was uns einfällt, ihr so zu sagen, oder? Und dann haben wir müssen erklären, ja, sie soll doch den ganzen Text lesen, dass sie versteht, um was es geht. Es ist ja nicht darum gegangen, dass wir unseren Kunden oder Kundinnen so etwas in den Kopf werfen, sondern dass wir eigentlich will sagen, eigentlich schreit es eben überall nach dem Spruch, wenn man durchläuft oder durch die Strasse oder im Online-Job, dass man eben so kaufen, kaufen, kaufen und wir uns eben dagegen stellen, weil wir das nicht gut finden. Das ist sicher ein lustiges Erlebnis gewesen, das ich mal als Kundenfeedback oder Kundenerlebnis hatte. Genau. Evelyn,
Merci vielmals für deine Zeit. Ich finde es extrem spannend, was ihr macht. Ich finde es auch spannend, dass ihr so viel vorhanden macht, mit Liebe die Sachen abpackt. Du hast mich im Vorfeld schon lange überzeugt gehabt. Du hast mir euren Christmas Blend geschickt. Ich finde den genial. Ich kann es nur empfehlen. Natürlich perfekt gemahlen für mein Kännchen. Das ist natürlich ideal. Ich finde es aber schön, dass ihr zeigt eigentlich, dass man mit sehr viel Liebe und auch Handarbeit Kunden kann gewinnen. Ihr seid sehr transparent, ihr kümmert euch sehr um Nachhaltigkeit. Ein Vorbild, sicher ein starkes Vorbild in der Schweiz. Danke für deine Zeit, danke für die ganzen Insights. Weiterhin viel Erfolg und ich freue mich dann schon aufs nächste Kaffeepäckchen. Merci vielmals, merci für das Gespräch und ja, ich würde auch sagen, auf das nächste Kaffee zusammen. Danke fürs Zuhören und merci Adobe Commerce für die Unterstützung. Abonniere den Podcast jetzt und verpasst keine weitere Episode. Über Feedbacks freue ich mich. Schreib mir auf insideecommerce.ch oder auf LinkedIn. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerten auf Apple Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.